und willkommen zurück bei den Nachbarsbauern auf der Rotte Belleron. Ja, ich bin hier schon mal am Shop, weil ich will gleich was einkaufen. Und ja, ich bin hier, na klar, wie immer nicht alleine. Irgendwo neben den Rehen ist auch irgendwo der Andi hier unterwegs. Hallo erstmal, guten Abend oder guten Mittag oder wie auch immer. Ja, guten Abend. Du bist schon beim Shop, habe ich gehört? Ich bin schon beim Shop. Was willst du denn schon wieder kaufen? Ich glaube dasselbe, was du dir kaufen willst. Richtig, ich bin schon auf dem Weg zu dir. Sehr gut. Oh, ne, falsche Felgenfarbe. Falsche so. Felgenfarbe? Ja, ein orangen Vulcan mit blauen Felgen. Ja, das sieht ein bisschen arschig aus, da hast du vollkommen recht. Sehr, sehr arschig. So, jetzt machen wir das hier einfach. Achso, da muss man Typ 2 machen. So, aber ich kann den Mulcher okay. Ja auch nicht in Originalfarbe kaufen, weil der grüne Traktor und der blaue Mulcher hinten, und das sieht ein bisschen arschig aus, ne? Ja. Ich hoffe nur, dass das hier so funktioniert, weil ich habe nämlich das gleiche mit dem Wiesemulchen auf der Rostock heute probiert, da geht es nämlich nicht. Oha. Aber da ist auch diese Fruchtzerstörung 2.0 eingebaut, glaube ich. Und das, ich denke, dass es daran liegt. So, also ich habe meinen gekauft. Ich bin dann mal wieder weg. Muss arbeiten. Aber wir könnten eigentlich noch schnell, bevor wir was weiteres arbeiten, noch was bauen. Dann kann der Andi ja mal kurz, wenn er seinen Mulcher gekauft hat, bei mir am Hof kurz vorbeikommen. Ich will dann nämlich noch was bauen. Ich bin wieder mal in Baulaune. Ah, da kommt Auto. Ei. Entschuldigung. Ich weiß nur noch nicht genau, wo ich den hinbauen soll. Ja, wir springen mal hier rüber. Ja, dann komme ich mal rumgefahren hier, ne? Ja, ich baue. Das ist der Richtige. So. Drehen wir den. Wir packen den einfach. Das gefällt mir jetzt aber nicht. Malen. Jetzt geht's wieder los. Das ist die richtige Farbe. Jetzt hat der wirklich mein halbes Ding damit kaputt gemacht. Ach Mann. Ja, müssen wir hier neu machen. So. Wo gibt es hier was zu sehen? Aha, hier. Kommen Sie einmal hier rein. Hier. Immer schön geradeaus zufahren. Oh. Oha, alles sauber. Alles sauber, ja. Das ist doch ein nettes Ding. Ja, aber ein bisschen wasserverschwenderisch ist es. Ich bin schon eine halbe Stunde draußen und dann, Das ist ja nice. Kannst du rein theoretisch auch... Geht das? Ja. Mal ging das irgendwie... Du kannst auch. Oh Gott, jetzt bin ich ganz nass. Wieso? Es regnet doch eh. Ja, aber das ist nicht ganz so viel Wasser, wie da auf einmal rauskam. Das ist. Jetzt kann ich wieder die Klimaanlage im Traktor anmachen. Und jetzt sitze ich dann mit meinen nassen Klamotten auf dem Sitz. Ja. Das ist ja. Aber cool. Die will ich auf dem Hardcore-Projekt auch haben. Also ich würde die nämlich dann auch gegen meine andere austauschen sogar. Ja, ich auch, weil da bringe ich wenigstens alle meine, da brauche ich nur durchfahren, weil zum Beispiel den Dasher mit Schneidwerkswagen kriege ich in der anderen Waschanlage nicht rein. Und ein paar andere Geräte, die einfach zu lang sind halt einfach. Das ist halt... Ja.
Ist zwar groß die Waschanlage, aber nicht groß genug. Ja, und die gibt es auch noch als geschlossenes Gebäude. Aber da steht dann irgendwie was von Ackendorf drauf. Deswegen, ich finde die so eigentlich viel schöner. Sieht man wenigstens was. Da wollen wir jetzt mal gucken. Ja. Tools wahrscheinlich. Unter Tools, genau, ganz hinten. Aha, das ist die geschlossene hier. Landtechnik Ackendorf, okay, ja. Das einzige Problem ist, das habe ich jetzt gerade festgestellt, die macht einen sehr großen Bereich hier außenrum, wo sie Beton platziert. Deswegen muss ich hier gerade in meinem tollen Baumrondel das Gras neu anpflanzen, weil da alles kaputt gemacht worden ist. Oh, das ist ja cool. So, gut. Der Tacker ist jetzt sauber, jetzt kann ich auf die Wiese fahren und ihn wieder schmutzig machen. Genau. Na gut, dann machen wir hier mal los. Ja, ich auch, wenn ich meinen, da ist er, finde. Wir haben ja keine Zeit. Genau. Und das Schöne ist ja, ich weiß nicht, hast du den Schnellklappmechanismus ausgewählt? Nein. Gut, dann klappt die nämlich schneller auf und zu und auch schneller runter. Oder aber der Mulcher. Dann muss ich die mal nochmal nachkonfigurieren. Weil das ist das, was ja bei dem Standardgerät immer so ätzend ist. Aber wir gucken erstmal. Jo, hier funktioniert das. Gut. Und im Rostock-Projekt habe ich mir den Kubota-Radlader jetzt geholt. Ein Kubota-Radlader? Diesen nenne ich nicht Kubota, Komatsu, diesen großen, wo ich das Bild neulich gepostet hatte. Ah, okay. Das Mega-Teil. Also fahre ich da zur Abkürzung einmal quer über mein Feld, das gerade abgeerntet ist. Hm. Und als ich zu Hause angekommen bin, stelle ich fest, ich habe da einen Strohballen unterm Radlader klemmen und ich habe nichts davon gemerkt. Der ist nicht ein bisschen langsamer geworden oder hätte das Fahrverhalten irgendwo geändert. Ja, okay. Hab einfach mitgenommen. Ja, der ist schon groß. Ja, wo ich den das erste Mal getestet hatte, war irgendwie auf der Erlengrad, war ich da, weil ich da einfach einen Testspielstand hatte. Zäune, Autos, kein Problem. Einfach drüber. Also schon ein Hammer. Hammerteilchen. So. Ja, dann mulchen wir hier mal schnell und dann gucken wir mal. Es ist eigentlich nichts mehr zu tun, glaube ich, dann. Nee, ich habe auch schon geguckt. Ich habe soweit alles fertig. Paletten, alles schon verräumt. Das Einzige, was nur noch zu tun ist, ist, wie gesagt, hier das Mulchen, um uns die Wiesen zu cheaten. Oh. Dass wir da bald schon wieder ernten können. Juhu! Tja. Ey, ist das schön. Ja, das Wetter, das ist echt toll hier gerade eben, ne? Nein, es ist, hier ist gerade schön, immer wenn der Luftzug vom Ventilator vorbeikommt. Ach so. Ja, Stefan, du, von dir habe ich doch den Cheat überhaupt. Du bist schuld. Also das sagt er hier immer, diesen Cheater. Mhm. Das sagt der Richtige. Machen wir erstmal hier den Rand nochmal schön. Dann muss ich mal den Schnellklappmechanismus, den muss ich mal noch dazu konfigurieren. Aber erstmal Wiese walzen. Das ist jetzt erstmal Prio.
Ja, mit Season spielen wir ja auch hier, Stefan. Das ist ja in meinen ganzen anderen Projekten, bis auf ein Hardcore-Projekt, spiele ich überall mit Seasons inzwischen. Ist ja auch schön. Also ich meine, ich spiele gerne mit Süßes. Ja. Ich hoffe, das Unwetter da draußen macht mir keinen Strich durch die Rechnung. Wenn irgendwann hier das Stream ausgeht, dann wisst ihr, irgendwas war komisch. Also bei mir ist gerade mal wieder strahlend blauer Himmel. Nö, das ist die ganze Zeit schon ein bisschen diesig. Das Gewitter ist zwar irgendwie weg, aber es sieht irgendwie noch so. Es ist so ein bisschen windig und so bewölkt und so andeutungsvoll, da kommt noch was. Ich habe auch schon gesehen, wie der Nachbar seinen Sonnenschirm abgebaut hat. Das ist immer so ein Zeichen. Nee. Gut, ich habe aber meinen vorher schon runtergebaut gehabt, weil ich das da schon gemerkt habe, dass da windig ist und ich hatte den Wetterbericht gesehen, dachte ich mir, nee, wenn ich hier im Stream bin und auf einmal kommt der Sonnenschirm vorbeigeflogen, ist jetzt nicht ganz so witzig. Ja, glaube ich. Ach ja. Gaki, bist jetzt wieder fit, ne? Ich hab ja gehört, du hast ja hier die letzten Tage ein bisschen geschwächelt, ne? So. Gestern Gestern. einfach Kreislauf. Die Hitze, ich bin irgendwie aufgestanden und habe nur noch Sterne gesehen. Oh ja, Es so. war extrem, also es. Und deswegen hatte ich dann auch die ETS-Tour gestern abgesagt, weil das bringt dann nichts. Ja, das ist richtig. Hingelegt, lang gemacht und nichts gemacht. Geschwitzt im Liegen. Weißt du, du tust nichts und schwitzt dir wie noch was hier ein ab. Ja, apropos Schwitzen, ich habe heute Morgen oder heute Mittag irgendwie festgestellt, es ist irgendwie so warm hier in meinem Büro, Computerzimmer, whatever. Und dann habe ich irgendwie bin ich da mal an meinem PC angekommen und dann habe ich gemerkt, also weiß nicht, so, also man konnte es gerade noch so anlangen, so warm war es. Also das war schon sehr warm, das Gehäuse. Und dann habe ich mal das Gehäuse aufgemacht, habe ihm mal ein bisschen Frischluft gegeben und habe ihm einen Ventilator zugeteilt. Ja, das ist manchmal gar nicht so verkehrt. Ja, ich habe bei einigen Streamern jetzt kürzlich erst, also gestern, vorgestern mitbekommen, wie da reihenweise Gerätschaften ausgefallen sind, weil warm. Kurz mal hier raus tappen. Ich will mal meinen Hardware-Monitor mal anmachen. Mal gucken, wie es bei mir da aussieht. Vielleicht startet er irgendwann mal. Ja, was hat meine Grafikkarte? Meine Grafikkarte tümpelt bei gemütlichen 60 Grad um. Okay. Die wird aber eh nicht so warm. Jetzt Wo ist denn kommt's. mein. Wo ist. GPU. Ne, warte mal. Nein. Core Temp. Core Temp ist bei mir mal relativ witzig, aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Nein, ich will nicht updaten. Was haben wir da auf jedem Kern? 100, 92, 98, 91, 90. Ja, gut. So. Also meine GPU ist auch bei 59 und die CPUs sind
Aber ich sehe das mal als Erfolg, dass meine CPU nicht durchgehend bei 100 Grad ist. Also das ist... Für die siebte Intel-Generation ist das durchaus ein Lobenswert. Oder für den Lüfter, der wo da drauf ist. Es ist ja ein Alpenföhn da drauf, ne? Der bringt gut Kühlung, diese komischen CPU. Hier stehen bleiben, weil welche habe ich jetzt da? Das da. Mhm. Genau so und nicht anders. Temperatur. Was dürfte der denn haben? Wie warm darf er werden? Es ist immer das Richtige rauszufinden, was Temp. Oh, eine angegebene Maximaltemperatur von 90 Grad. Gut, dann bin ich ja mit 64 sehr, sehr gut dabei. Was darf meiner haben? Oder das ist eine sehr gute Frage. Warte mal. Das Fenster kann man mal schließen. Oh Gott, ich habe viel zu viele Fenster. Welchen habe ich denn jetzt? Den 7740K, glaube ich, oder X? 40K oder X? Ich weiß es gerade nicht auswendig. X. Gut, dann habe ich den X. Er reicht 7,5 Gigahertz. Okay. Ja, soweit will ich den jetzt nicht unbedingt übertakten. Normal Gewicht, nein, normal Temperatur. Eine maximale Temperatur von 72 Grad. Ja. Okay. Ach nee, hier. Temperaturen von sind, warte mal. Temperaturen von über 90 Grad sind normal. Ja, bei Kesu, bei uns war es heute ja knapp 30 Grad und zwischen blauen Himmel und Gewitter alles dabei gewesen. Richtig komisch. Und jetzt ist gerade mal wieder schön und ich möchte wetten, in einer halben, dreiviertel Stunde zieht's wieder zu. Ja, ist doch, ja, Abwechslung muss sein, ne? Ja, guck mal, wenn ich bedenke, ich habe jetzt 64 Grad auf der CPU. Ich glaube, wenn ich hier rendern tue, komme ich auf 67, 68 Grad. Also das heißt, ich bin immer noch ja, 20 Grad, 25 Grad unter der Max-Temp. Das ist, glaube ich, ganz gut. Aber man merkt es, die warme Luft, die hinten am Radiator rauskommt, ist ganz schön warm. Ja gut, hat, glaube ich, warme Luft auch so an sich, dass sie warm ist. Gelegentlich, nicht immer, aber ja. Ja, ich dachte mir nur, wenn ich heute mit der Webcam was mache und ich noch meine Studioleuchte mit anmache, dann schmelze ich hier. Ja gut. Bei mir regelt es der Laser, der wird zum Glück nicht so warm. Ja. Zu dem Ach, außer. Heller oder so. Heller. So, aber ihr lieben Leute bei YouTube, wir sind schon wieder fertig mit dieser Folge. Da drüben. Farblich abgestimmt, wir sind fertig mit dieser Folge. Ja, morgen 12 Uhr geht's weiter bei Twitch. Da sind wir ja jeden Freitagabend so ab 18:30 live und machen die Folgen für euch. Geht's noch eine ganze Ecke weiter. Könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Ja, das war's von mir. Ich sag tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.
Ja, und dann vergesst mal nicht hier Follows und Abos dazulassen. YouTube, Twitch, Insta, überall, wo es geht. Wir sind überall vertreten. Ja, und auch gerne dürft ihr einen Kommentar da lassen. Das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gelesen, einen Kommentar von euch. Was ist denn da los? Ihr schwächelt, liebe Leute. Bitte gebt mir da ein bisschen Gas, ja, damit wir wissen, was wir tun machen sollen. Ja, und ansonsten morgen 12 Uhr die nächste Folge auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.